Hey ho Leute, zum nächsten Video. Hallo zusammen. Er ist immer noch da und nachdem ihr ja wisst, vom letzten Video her, dass ich ihn geschockt habe mit dem Tofu, machen wir natürlich auf der Feuerplatte noch was Leckeres. Einen Wildentenbrustburger von der Feuerplatte. Erst Sous Vide garen. Ja, da tun wir das Teil jetzt erst einmal in einen. Komm raus, anderen Beutel einvakuumieren, würzen, das zeige ich euch dann noch schnell und dann erst einmal ins Sous Vide Becken. Wie lang? 2 Stunden, 3 Stunden. Und welche Temperatur? Muss ich mich auch erst noch schlau machen? Da tasten wir uns ran. Ganz genau. Und wir legen jetzt ganz einfach mal los mit den Würzen, einvakuumieren und jetzt ganz einfach weiter. Legen wir da drüben los. Abgespült, abgetupft. Es waren 3 Entenbrüstchen drin. Die habe ich übrigens von My Steak Shop. Das seht ihr unten drunter ganz einfach einen Link. Ja, und mit was würzen wir es? Mit einem Beef Buddy sehr wild. Tja, Beef Buddy, die Dose ist leer. Fast leer. Also hierfür reicht es auf alle Fälle noch. Da tun wir jetzt ein bisschen was rein. Tun das ordentlich durchwalken. Das wird uns dann sowieso schon reichen von der Grundwürze. Mehr braucht es eigentlich dann schon gar nicht. Hoffe ich zumindest. Der Seite noch ein bisschen was. Und dann tue ich das Ganze einvakuumieren. Und danach geht es weiter mit dem Sous Vide Becken. So Freunde, das Sous Vide Becken heizt auf 60 Grad. Also zwischen 2,5 und 3 Stunden werden wir brauchen. Ich habe es jetzt mal auf 3 Stunden eingestellt. Mal sehen, was wir in der Zwischenzeit machen. Ach, da war ja noch das erste Video. Ja. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe die Teile nochmal heraus gehabt aus dem Beutel, habe es nochmal ordentlich im Gewürz gewendet. Ja, und dann wieder im Beutel rein und dann erst einvakuumiert. Gut. Komm. Es ist eh gleich auf seinen 60 Grad. Schmeißen wir es rein. Und ja, so lassen wir es jetzt baden. Mindestens 2,5 Stunden bis 3 Stunden. Gut Leute, wir sehen uns in diesem Video, wenn es dann eben weitergeht. Was wir dann noch alles dazu brauchen, zeige ich euch auch nachher. So Freunde, jetzt wird es Zeit, dass wir hier weitermachen. Damit der arme Mann auch mal was Ordentliches zum Essen kriegt. Ja, jetzt haben wir vorher erstmal unser Tofu-Video gemacht, also das letzte Video. Und jetzt geht's mit der Entenbrust weiter und dem Zubehör für den Burger. Ja, schauen wir erst einmal Richtung Feuerplatte. Die haben wir wieder oder immer noch schön angeheizt. Der FT1 steht momentan noch hier drauf. Der kommt dann später da hinten hin. Da feuere ich noch gerade ein paar Kohlen an für unten drunter. Also auf der Feuerplatte mit den Füßen. Hätte er jetzt keine Füße, würde es vielleicht ganz gut gehen. Aber eben mit Füßen, zu viel Luft zwischendrin, wird es innen drin nicht heiß genug, sage ich jetzt ganz pauschal mal. Gut, dann schauen wir uns an, was wir noch an Zutaten haben. Bacon. Ohne Bacon geht gar nichts. Haben wir ein Stückchen Butter, Zwiebeln, ein paar Rosinen habe ich noch. Dann, ja, für die 3-4 Burgerchen reicht hier ja, so ein kleines Glas normaler Rotkohl. Unsere Entenbrust, die war jetzt wirklich 3 Stunden drin, wird nachher auf der Feuerplatte nochmal aufgeknuspert. Burger Buns, wieder die Brioche Buns. Ja, falls wir das noch brauchen. Und dann muss ich jetzt noch gucken nach einer Barbecue-Soße. Weiter geht's gleich drüben an der Feuerplatte. So Freunde, weiter geht's. Im Hintergrund wird gelästert, aber mir egal, ich mache hier einfach weiter. Wer lästert? So, den Deckel kann ich noch anlangen, ohne Probleme. Da haben wir jetzt erst einmal gleich unser
Stückchen Butter rein, das kann dann schon mal vorschmelzen. Die Zwiebeln kommen mit auf die Feuerplatte drauf. So, dann brauchen wir gleich noch für die Zwiebelchen ein bisschen Öl. Beziehungsweise können wir unseren Bacon auch gleich mit drauf schmeißen zum Anknuspern. Nicht heimlich naschen. Oh, lecker aber. So, da tun wir ein bisschen Öl noch mit drauf. Also ich hätte gerne den Topf da reingestellt, aber der wird mal reinfallen. Also deswegen ja mal hinten die extra Kohlen. Jetzt tun wir das Ganze ein bisschen anbrutzeln. Und dann können wir das gleich einmal in den Topf reinschmeißen danach. Und wenn das soweit ist, dann sehen wir uns auch wieder. Ich glaube, ich muss jetzt langsam mein Bacon von der Platte runter tun und im Topf. Und Leute, ihr wisst ja, es weihnachtet bald sehr. Mehr sage ich dazu jetzt ganz einfach noch nicht, aber ich muss mich jetzt um mein Bacon kümmern. So Freunde, weil ich jetzt einfach zu faul bin, jedes Mal dahinter zu springen, habe ich mir hier das Teil vom Petromax von dem Deckelhebergrill geschnappt. Und da tue ich jetzt schnell meine Kohlen rein. Weil dann können wir das Ganze hier an der Feuerplatte machen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt die Kohlen auf die Feuerplatte legen. So geht's auch. Ganz einfach und ohne Probleme. Da werde ich mal vielleicht noch ein kleines Blechel organisieren. Ja, da kann man jetzt das Töpfle draufstellen. Und somit ja, hier direkt an der Feuerplatte weitermachen damit. Muss man das bloß noch sauber da unten reinkriegen. Hey Michi, ich guck mal, was ich gefunden habe. Ah, genau. Genau die brauchen wir noch nachher. Die kommt auf die Burger drauf. Gut. Dann können wir den Bacon und die Zwiebeln in den Topf reintun. Kramt der Typ einfach bei mir rum. Unglaublich. Aber schön, dass du es gefunden hast. Genau die habe ich nämlich vorher gesucht. Was schätzt du? Oh, nix, passt schon. So. So. Das zum einen, zum anderen muss ich meinen Kochlöffel suchen. Soll ich das Blaugrad schon in den Topf tun, Michi? Ja, kannst du reintun. Super leckeres Blaukraut. Jo, gib mir noch mal den Kochlöffel hier. Ja, nimm den normalen Löffel. Ich glaube, das ist geschickter dafür. Jawohl, ja. Von der Menge her wird es eben für unsere Burger vollkommen ausreichend sein. Oh, Wetter, wie es zischt. Und da haben wir jetzt einfach noch ein paar Rosinen mit, ne? Total irre werdet ihr euch denken. Das denke ich mir auch gerade. Ich habe da auch noch gar keinen Plan davon. Aber puh. Ich mag Rosinen eben ganz gerne. Warum nicht? Bitteschön.
Wenn es um Topf geht, ist er natürlich zur Stelle. So, ich packe derweil unsere Entenbrust aus. Der FT1 ist schon ein bisschen süß, oder? Natürlich. Voll schnuckelig. Aber genau für solche kleinen Sachen reicht der vollkommen. Ja, perfekt. Aus. Ja, und dann legen wir unsere Entenbrüste einfach hier mit drauf. Mmh. Oder sollen wir noch warten, bis das Zeug ein bisschen kocht und brodelt? Das soll relativ schnell gehen. Gut. So, jetzt haben wir unser Entenbrüstchen auch schon mit oben. Natürlich nebenbei noch ein bisschen Öl mit drauf, dass uns das Ganze nicht zu sehr anhängt. Nebenbei läuft die Milch in dem Video. Korrekt. Und dann heißt es bloß noch Rotkraut, Blaukraut, wie auch immer sagen möchtest, aufköcheln lassen. Das hier fertig anknuspern. Und dann können wir eigentlich auch schon unsere Burger zusammenbauen. Halt, die Buns muss ich ja auch noch anbrutzeln. Ganz wichtig. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Du Michi, sag mal, was verwendest du da für Kohlen? Das sind jetzt die Minis vom Barbecue, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben aber ganz schön Schub. Ja. Sollen sie auch. Ja. Die sollte man natürlich nicht vergessen mal zu drehen. Ja, wie gesagt, drehen, wenden, anbrutzeln. Da tut McDutch jetzt noch einen Schluck Wasser mit rein. Brötchen anrösten. Wenn es alles soweit fertig ist, hole ich euch wieder jetzt dazu. Bis nachher, sage ich jetzt pauschal. Jo Leute, die Buns sind wieder unten, die Brüste sind mittlerweile aufgegangen. Da habe ich jetzt schon die ganze Zeit drauf gewartet, weil ich eben hier noch ein klein bisschen von dem Gewürz reinstreuen wollte. Jetzt müssen wir sie bloß noch einmal dann kurz umdrehen. Und dann sind wir auch schon soweit fertig. Schauen wir mal, wie sie aussehen. Jo. Man hätte die natürlich jetzt auch zart rosa machen können oder eben lecker anknuspern und halt etwas mehr durch, so wie wir das jetzt machen. Wie hast es du lieber? Rosa. Blöd, Mann. Vielleicht haben wir ja den Kern noch rosa, das sehen wir jetzt gleich beim Anschneiden. Das werden wir sehen, ganz genau. Ja. Gleich ist gut, vielleicht haben wir es geschafft. Aber nach dem spitzen Tofu heute kann so eine Entenbrust eh nicht mithalten. Also. Naja, Rohkraut wäre fertig. Also wir können mit dem Essen anfangen, wenn du soweit bist. Ich ziehe ganz kurz auf die Seite, weil da schreien wir nicht rein, dass wir Teller brauchen. Und dann geht's drüben am Brett weiter. Also trocken ist es definitiv noch nicht, so nee. Wie das hier rumsabbert. Schaut sogar noch leicht rosa aus im Kern. So Leute, weiter geht's. Ja, Rotkraut, wo ist Rotkraut? Hier ist Rotkraut. Ja, wenn man schnell ist, geht es ohne Probleme. Wenn man schnell ist. Ja. Wie weit sieht man das hier? Einwandfrei. So. Und drunter einfach was von dem hoffentlich lecker geilen Rotkraut. Das haben wir jetzt gar nicht abgeschmeckt. Wir vertrauen jetzt einfach darauf, dass es gut ist.
Na? Oh, ja. Bisschen Barbecue-Soße. Und schwupps. Fertig ist ein leckerer Entenbrustburger. Du darfst ihn gleich reinbringen. Jawohl. Dass die Mädels was Warmes zum Essen kriegen. Soll ich gerne auf den zweiten warten? Du kannst doch zweimal laufen. Ho, ho. Hoi, da liegt der Fleisch. Ist das runtergefallen? Das war da schon immer. Das war da schon immer. Ja. So. So baue ich jetzt eben alle zusammen. Der Michi macht das echt mit viel Liebe. Natürlich. Weil Geld kriege ich ja keins dafür. Also muss ich Liebe opfern. Liebe ist gut. Du weißt ja, einer ist immer der Loser. Das bin ich jetzt, der Letzte. Aber du darfst gerne schon... Nö, ich warte auf dich. Na, fang an. Ich brauche ja eh noch zum Zusammenbasteln. Also gut, dann werde ich das Ganze mal verkosten für euch. Also... Besser als der Tofu kann es nur werden. Ja, und dann sage ich einfach mal guten Appetit. Guten. Weil ich möchte, dass wir das Zeug warm essen. Mhm. Mhm. Also Entenburger. Schmeckt mir sehr gut. Fleisch ist zart. Ich hätte gerne einen Ticken rosa mehr gehabt. Aber gut, das hätte ich wahrscheinlich vorher sagen müssen. Aber es ist nicht zäh oder irgendwas. Und ich glaube, mit dem Sous-Vide-Garn vorher, das war auch ganz gut, dass wir das gemacht haben, oder? Das ja, mit Sicherheit. So. Lecker. Auch der Rub hier vom René. Mega, mega geil. Dann bin ich auch noch an der Reihe. An der Stelle hätte ich fast gesagt. Ja. Jetzt gucken, was der Meister sagt. Kann man nicht essen. Hervorragend. Du lügst doch. Ja, dass mir mehr bleibt. Mhm. Na, schmeckt gar nicht gut, Michi. Ist nicht. Mhm. Ja, auch das Rohkraut mit dem Bacon drin habe ich so noch nie gegessen. Mhm. Finde ich cool. Geile Idee. Ich auch noch nicht. Also mir schmeckt's. Ja, ist eine Sache, die kann man mal so machen. Ist gut. Dann warten wir jetzt, bis die Mädels nachher auch noch rauskommen. Und dann dürfen die hinter der Cam noch einen Kommentar abgeben. So machen wir das. Da bin ich ja jetzt gespannt. Wird ihnen auch schmecken, 100 Pro. Ist ja jo. Auch was Süßes mit dabei. Das mögen ja die Ladies. Dann würde ich sagen, bis gleich, bis zur nächsten Szene, bis zur Schlussszene. Oder? Ganz genau so machen wir es. Ich bin hier draußen schon ein bisschen am Aufräumen. Der Christian futtert gerade noch den zweiten Burger. Patricia hat verschmäht. Der hat absolut nicht geschmeckt. Ja, da kommt er ja. Jetzt hast du aber reingeschlungen, wie ein Großer. Ja, weil es fantastisch war. Na, wenigstens einer, dem es wirklich richtig gut geschmeckt hat. Mein Schatz hat gesagt, war nicht schlecht. Also... War nicht schlecht, heißt es auch so viel wie war gut. Mir hat es auch sehr gut geschmeckt. Also ich habe mal gleich den zweiten Burger von der Patricia reingebürgt. Ja, und den Rest tun wir jetzt zusammenpacken. Tun wir rein, mal sehen. Irgendwann werden wir das schon auch noch essen. Na, du siehst eh noch hungrig aus. Aber wir kriegen noch Besuch. Vielleicht ist der, wenn der nicht kommt, nicht isst, kannst du das dann auch noch aufessen. Dann wär's auch noch weg. Und ja... Fazit haben wir jetzt gehabt. Ich persönlich hätte ja vielleicht noch ins Rotkraut ein klitzekleines bisschen mehr Zucker reingetan. Ich fand, das passt. Er sagt, war von Haus auf gut gesüßt. Man könnte auch... Und die Rosinen haben auch in den Teig getan. Na wunderbar. Die Entenbrust hätte man genauso gut auch kurz im Steakburner aufknuspern können. Dann wäre es innen vielleicht noch ein kleines bisschen mehr rosa gewesen, so wie er das gewollt hat oder gerne gewollt hätte. Aber ich fand es in Ordnung. Gut. Kann man so stehen lassen. Räumen wir hier draußen jetzt noch ein bisschen zusammen. Ganz genau. Und dann gucken wir, was wir noch am Abend so machen. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.
musst du genau deine Aufnahme machen, wenn ich aufmache, oder was? Ja. Und jetzt werden wir probieren.